und willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es nach langer Zeit mal wieder ein DIY geben, und zwar zu einer Heu- bzw. Wiesenraufe. Ich habe alle Schritte mitgefilmt und würde sagen, wenn ihr daran interessiert seid, wie wir die Raufe gebaut haben, dann bleibt gerne dran und viel Spaß beim Video. Wir haben uns für eine Raufe im alten Stil von uns entschieden, die aus zwei Kreisen besteht und durch Stöcke miteinander verbunden sind. Zuerst mussten wir dafür die geeigneten Materialien beschaffen und dabei haben wir Äste von einem Bärenstrauch bzw. Baum genommen und danach noch welche vom Haselnussbaum. Natürlich wurde dabei beachtet, dass das verwendete Holz und auch natürlich die Stöcke ungiftig für die Kaninchen sind. Anschließend wurden dann alle benötigten Sachen für den Bau zusammengesucht, wie ein Zirkel, eine Bohrmaschine und eine Säge. Und die weiteren Sachen blende ich euch hier links ein. Danach mussten wir noch nach geeigneten Holzplatten suchen und wir sind beim restlichen Holz in der Garage fündig geworden, was ein wenig lackiert war, aber nicht weiter schlimm ist. Auf dem Boden vor der Kreissäge habe ich dann noch den Bereich gefilmt, wo wir unsere Sägespäne für die Toiletten herbekommen. Dann ging es quasi auch schon los mit dem Abmessen und wir haben uns erstmal dafür entschieden, wie groß denn die oberen und die unteren Platten werden sollen und haben uns dabei für 25 cm entschieden und bei der Hälfte, also bei 12,5 cm, den Zirkel angesetzt. Das Ganze musste natürlich viermal gemacht werden, weil wir insgesamt zwei Raufen gebaut haben. Und daher haben wir zwei Kreise für den oberen Teil gebraucht und zwei für die Unterseite, wo die Raufe drauf steht. Und anschließend ging es dann schon los mit dem Sägen. Und zwar haben wir dafür eine Stichsäge verwendet. Damit es schneller geht, wurden zwei Platten jeweils übereinander geschraubt, damit zwei Kreise auf einmal ausgesägt werden können. Damit wir die Stichsäge innen ansetzen konnten, haben wir dann noch mit dem Bohrer ein Loch reingebohrt in die Mitte. Bevor es dann mit dem Sägen losging, haben wir noch die Platten festgespannt am Tisch und quasi fixiert, damit sie beim Sägen da nicht wegrutschen. Und es ist auch sicherer, als wenn ich die zum Beispiel gehalten hätte. Daher haben wir sie mit so Metalldingern seitlich festgemacht und konnten dann schon mit dem Sägen beginnen. Innen wurden dann noch ein paar Unebenheiten ausgebessert und daraufhin wurde außen gesägt. Die oberen Kreise der Raufe waren somit fast fertig und das kleine Loch dient dazu, die Wiese oder das Heu von oben auffüllen zu können. Anschließend wurden noch die zwei letzten Kreise ausgesägt, die allerdings nicht aneinander geschraubt waren. Die unebenen Kanten und rau verfärbten Stellen haben wir mit Raspapier geglättet und verschönert, soweit es ging. Nach dem Schleifen haben wir uns dann noch für eine Höhe der Raufe entschieden und dementsprechend dann die Stöcke in die Länge gesägt. Dabei haben wir darauf geachtet, die stabileren und dickeren Stöcke zu nehmen. Die fertig zugesägten Stöcke haben wir dann beiseite gelegt und wir haben uns an die nächsten Markierungen gemacht. Mit einem Bleistift und Lineal haben wir 8 Kreuze pro Kreis eingezeichnet, an denen später die Stöcke befestigt werden sollen. Dafür haben wir die Kreise wieder aneinander geschraubt, damit man nur einmal die Kreuze zeichnen muss und somit eine Art Schablone hat. Mit dem Bohraufsatz haben wir dann jeweils 8 Bohrungen gemacht, in die danach die Schrauben gedreht werden. Nachdem insgesamt 16 Löcher gebohrt wurden, wurden in die Stöcke jeweils unten und oben ein Stück reingebohrt. Zuletzt wurden dann noch die Schrauben von der Außenseite in den Kreis geschraubt und die Stöcke danach drauf gedreht. Mit einem Akkubohrer wurden die Schrauben dann, soweit es ging, hereingedreht. Nachdem der erste Kreis mit den Stöcken stand, wurde der obere Kreis draufgesetzt und das Prozedere wurde wiederholt. Das ist das fertige Endresultat und die Raufe ist wirklich schöner als die herkömmlichen. Hoffentlich hat euch das Video gefallen und lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr schon mal was selbst für eure Tiere gebaut habt und was es war. Bis zum nächsten Video.